Ihr wollt noch was lernen? Meinetwegen. Thema ist, die richtigen Einstellungen manuell zu wählen, die Parameter für eine Modalanalyse, wenn ich da mit dem Pulshammer unterwegs bin. Da geht so Frequenzauflösung, Abtastrate, Block-Size, wie hängt das zusammen? Wir fangen theoretisch an, nachher mache ich es nochmal praktisch, dann hat es jeder verstanden. Wir messen ein Signal. Meinetwegen schwingt das so auf und ab. Und wenn das jetzt hier eine Sekunde ist, dann erkenne ich, dann ist das ein 2 Hertz Schwingsignal. Okay? Aber wie lange muss ich mir dieses Signal anschauen, um zu erkennen, dass es eine 2 Hertz Schwingung ist? Es geht rauf und runter bis hier und dann wiederholt es sich. Da kommt ja genau das gleiche nochmal, das brauche ich mir gar nicht angucken. Es reicht also, wenn ich hier nur diesen ersten Teil mir anschaue. Das wären jetzt in dem Fall 0,5 Sekunden lang, gucke ich mir das Signal an und weiß, das sind 2 Hertz. Okay? Wenn da noch höhere Schwingungen drin sind, also Frequenzen, irgendwas Hochwertigeres, ja, dann sind auch diese Schwingungen mit analysiert. Die passen da ja auch rein in dieses Fenster. Alle diese Schwingungen, die da drin sind, werden dann in einem Raster von 2 Hertz zugeordnet. Du bist 2, du bist 4, du bist 6, du bist 8. 2 Hertz ist bei 0,5 Sekunden Messzeit unser Frequenzraster und damit unsere Auflösung. Wenn ich jetzt ein langwelligeres Signal habe, ein Hertz, das jetzt genau in einer Sekunde einmal durchschwingt und ich dann so ein Raster ansetze, dann schneide ich mir das Signal hier hart ab. Das wird er nicht erkennen können, dass das ein Hertz ist. Wir brauchen zumindest eine komplette Schwingung drin. Wir müssen also tatsächlich eine Sekunde messen. Das heißt, messe ich eine Sekunde, kann ich auch ein Hertz auflösen und alle Vielfachen von ein Hertz. Soweit verstanden. In der digitalen Messwelt arbeiten ja mit Abtastwerten. Das heißt, ich muss ihm ja sagen, wie er jetzt diese Werte überhaupt in den Computer einmisst. Ich stelle eine Samplingrate ein, eine Abtastrate. Er greift sich immer wieder zu bestimmten Reihenfolge diese Punkte raus. Da kann ich ihm zum Beispiel sagen, taste mal deinen Wert am Sensor 1000 Mal in der Sekunde ab. Das würde bedeuten 1000 Hertz Abtastrate. So, wenn ich jetzt möchte, dass er nur eine halbe Sekunde Blocklänge nimmt, dann sage ich ihm in diesem Fall, jetzt nimmst du 500 von diesen Werten, damit habe ich eine Messzeit von 0,5 Sekunden ihm eingegeben und das führt dann zu einer Frequenzauflösung von 2 Hertz. Gebe ich ihm stattdessen vor, nee, nimm die Messung aber, nimm immer 1000 auf einmal, dann hat er automatisch eine Messzeit von einer Sekunde und automatisch eine Frequenzauflösung von 1 Hertz. Sage ich dem, nee, ich möchte noch länger messen, das heißt, ich nehme komplett 2000 Stützstellen und mache daraus meinen Block, dann misst er tatsächlich 2 Sekunden lang und wir haben eine Frequenzauflösung von 0,5 Hertz. Ich glaube, jetzt hat man diesen Zusammenhang erkannt. Es ist einfach immer der inverse Wert. Zusammenfassender Satz. Abhängig von meiner gewählten Abtastrate kann ich durch die Wahl der Blocklänge meine Messzeit bestimmen und dadurch auch sofort meine Frequenzauflösung. Ich zeige das mal an einem praktischen Beispiel und da kommt noch ein ganz anderer wichtiger Punkt mit hinzu. Kommen wir zum ultimativen Praxistest. Es ist alles nicht so schwer. Ich habe jetzt hier in meiner Software eine feste Samplingrate von 8192 Hertz eingestellt. Das ist eine etwas merkwürdige Zahl für den Anfänger. Das ist eine Zweierpotenz, also 2 hoch 13 ist 8192. Muss man nicht diese Zweierpotenz nehmen, aber unsere digitalen Freunde haben das ganz gerne. Parallel sage ich, meine Block-Size, also die Länge meiner Beobachtungszeit, die soll 8192 Stützstellen benutzen. Und als Ergebnis, das ergibt sich daraus fix, haben wir eine Messzeit von einer Sekunde und damit eine Frequenzauflösung von einem Hertz. Wenn ich jetzt sage, ich reduziere meine Block-Size zum Beispiel auf ein Viertel, 2048, dann würde ich nur noch eine Viertelsekunde messen und hätte 4 Hertz Auflösung. Oder wenn ich mich in die andere Richtung bewege, zum Beispiel von hier ausgehend auf einen vierfachen Wert, dann würde ich 4 Sekunden messen und hätte aber auch eine Viertelherzauflösung. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Einfach Frequenzauflösung einstellen. Okay, mache ich jetzt. Stopp! Bei dieser Wahl, dieser Parameter, geht es nicht ausschließlich darum, welche Frequenzauflösung ich habe. Es gibt einen ganz anderen Blickpunkt, der viel wichtiger ist. Und zwar die Ausschwingzeit meines Messobjekts. Ich habe hier mal so ein Röhrchen hingelegt. Und wenn ich das anschlage, wir haben es mal gemessen, sehe ich schon, was da rauskommt. Das ist die Reaktion des Beschleunigungssensors, der mit auf dieser Röhre mitschwingt.
am Anfang großes Signal und das schwingt dann langsam aus und wir haben eben genau diese eine Sekunde Messzeit, dadurch, dass ich hier eben die gleiche Blocklänge wie Samplingrate habe. So, das passt ideal, hat die Automatik gut gemacht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich nehme nur ein Viertel dieser Messzeit, dann wird er hier radikal hier bei 0,25 das Signal abschneiden. Der hört gar nicht bis zum Schluss zu. Das können wir nicht machen. Wir geben eine gewisse Energie rein, die haben wir gemessen, das war der Schlag. Und wir hören und lauschen, was kommt jetzt aus dem Objekt heraus. Dann müssen wir aber auch bis zu Ende hören. Ich mache es mal trotzdem. War sofort fertig und das ist das Ergebnis. Wir schneiden radikal ab. Die Software versucht das noch zu retten, wenn das nun mal die feste Vorgabe war und haut dann noch eine exponentielle Fensterung drauf, einen Filter, der das dann doch am Ende auf Null drückt. Da verfälschen wir schon einiges, weil wir eine Dämpfung da künstlich einbringen, die müssen wir nachher wieder rausrechnen. Also nee, war nicht gut. Aber auch die andere Richtung, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme eine ganz hohe Frequenzauflösung, ausgehend von hier, einfach mal die vierfache Länge, ja, und messe. Vier Sekunden lang, dann schauen wir uns das mal hier im Bild an. Dann hat er jetzt vier Sekunden lang gemessen. Hier in dieser ersten Sekunde schwingt das komplette Signal auf Null ab. Da ist die Sekundenmarkierung. Und dann die restlichen drei Sekunden ist das tot, das Signal. Wir nehmen einfach nur noch Rauschen auf. Und unser Ergebnis kann nicht besser werden, wenn wir einfach nur noch Müll mit hinzuschmeißen. Wir verwässern unser Nutzsignal. Also darauf kommt es in erster Linie an, dass wir die kompletten Ausschwingvorgang eingefangen haben. Wenn es nicht ganz hinkommt, kann man so ein bisschen noch mit einem künstlichen Filter das runterdrücken, Exponentialwindow, aber im Großen und Ganzen ist das der Hauptparameter, worauf man achtet. Ich glaube, jetzt sind erstmal so die groben Hürden verstanden. Fangt einfach mal an, geht raus, probiert euch aus, ihr habt dann ganz schnell so ein Gefühl dafür und auch schon die besten Einstellungen gefunden. Bis bald, tschüss!